Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Jurassic World Evolution. Jo, gut Leute, mal weiter an der Stelle. Wir sind immer noch dabei, die Wissenschaftsbewertung ordentlich nach oben zu bekommen, weil wir dann endlich freischalten würden, dass wir Erfolgsrate 3.0 auf die Brutstätten anwenden können. Und dann können wir wirklich die richtig krassen Dinos mit richtig mit dem besten Gen sozusagen oder mit den krankesten Gen, sagen wir es besser so, ausbrüten können. So gut, wir hatten glaube ich gerade ja eine Expedition ist abgeschlossen. Ich gehe gleich mal auf eine neue los. Ich glaube, wir haben jetzt alle gelben Punkte abgearbeitet, so wie es aussieht. Das heißt, wir können jetzt. Ich würde das mal auf Spino jetzt gehen, glaube ich. Haben wir hier einmal und hier einmal. Mach mal Spino erstmal auf 100%. Oder zumindest Richtung 100%. Und ansonsten, Fossilien müssten wir jetzt ja auch einiges Neues da haben. Wo haben wir denn das Ding? Hier ist es, glaube ich. Ja, hier ist es. So, okay. Sehr, sehr toll. Darüber freue ich mich ja riesig. Ach ja, je. Na gut, was soll's. So. Ich weiß es gar nicht. Torosaurus war der, den wir, glaube ich, noch ausbrüten sollen. Mit dieser Extra-Mission, oder? Jo, genau. Mit Stärke des Herzens-Modifikation. Gut, dann freue ich mich drüber, dass wir das gefunden haben. Stimmt, da sollten wir vielleicht noch ein bisschen auf Torosaurus gehen, fällt mir gerade ein. Aber das können wir dann gleich noch machen. So, Aufträge. Wissenschaft auf jeden Fall wieder annehmen. Es gibt einen neuen Job. Und ich weiß genau, wer ihn übernehmen sollte. Okay, ja gut. Dann prüfen wir mal zwei Kilos aus, Leute. Das ist jetzt nicht so das Problem. Wir müssen ja sowieso die Parkbewertung. Wir wollen ja auf jeden Fall hundertprozentig 5 Sterne in diesem Park hier haben. So, da würde ich es wahrscheinlich so machen, dass wir die hier ausbrüten. Und dann würde ich hier aber eher hier hinbringen, dass die ihre Ruhe haben. Zumindest wenn ich sehen sollte, dass die sich hier nicht so wohl fühlen. Wobei, so viele Dinos sind ja gar nicht mehr. Das könnte vielleicht sogar erstmal noch passen. Dass wir die da einfach hier rauslassen. Müssen wir mal gucken. Ach ja, die Brachios sind noch dabei. Okay, scheiße, da ist wieder nichts geworden. Dann machen wir das anders, Leute. Dann machen wir hier Brachio. Ich will, wie gesagt, hier irgendwie 3 Stück rumrennen haben, einfach weil ich die super episch finde. Und dann würde ich hier Ankylo machen. Gucken, Erfolgsrate ist hier eingestellt, okay. Und dann bringen wir die dann einfach dann darüber oder wir lassen die erstmal da. Das können wir auch machen. So, Ankylosaurus, wo haben wir denn jetzt Spaß? Hier, 90% haben wir den. Würde ich auch nochmal ganz schön das Genom bearbeiten. Machen wir mal Waldmuster. Das haben wir, glaube ich, auch jetzt erst relativ neu. Ja. Hier genauso. Nee, geht erstmal nicht. Chance ist über 100%, das ist über. Dann ausbrüten. Und hier genauso nochmal. So. Okay, Leute, ich gehe jetzt doch erstmal weiter auf Torosaurus. Den Spino machen wir dann gleich, wenn wir die eine Quest gelöst haben. So, Torosaurus haben wir hier einmal. Und so langsam werden die Punkte dann knapp, habe ich so das Gefühl. Oder gibt es hier irgendwo, hier ist auch noch Torosaurus. Hier, das ist sehr gut, den nehmen wir. Der ist spitze, der Punkt. Warnung, Sabotage in Gange. Und wieder Krankheit. Ach du Scheiße, okay, alles klar. Ranger-Team. Verstanden. Hier ist auch noch einer. Anfrage bestätigt. So, alles klar. Aber das sollten wir eigentlich relativ schnell unter Kontrolle bekommen. Okay, so, kann ich noch einen neuen Auftrag annehmen? Das wäre super. Okay, wir müssen noch ein bisschen warten. Aber es ist schon ziemlich krass, was hier zumindest so los ist. Wir sollten ja vielleicht dann doch nochmal ein, zwei Unterhaltungsgebäude hinbauen. Irgendwie hier oder so. Wobei hier wollte ich ja eigentlich dann diese Pyramide hinbauen. Also dieses Unterhaltungszentrum. Das müssen wir halt erstmal noch schnell freischalten. Da muss man dann halt nochmal die Insel wechseln. Aber davor will ich zumindest jetzt das Wissenschaftsgedöns gelöst haben. Das ist auf jeden Fall jetzt mein großes Ziel. So, die Ranger sollte eigentlich jetzt gleich hier am Start sein. Schade mal selber. Wir sind allgemein noch nicht sehr viel rumgefahren. In Reichweite des Produkts. Kein Kontakt. Produkt getroffen. Juhu, das war mal ein guter Treffer gewesen. Hey, Alter. Okay, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Krass. Ja gut, ich lasse die KI mal den Rest machen jetzt hier. Den hat er noch, den hat er noch. Der müsste eigentlich noch alle als Auftrag haben, schätze ich zumindest. Ja, sieht gut aus. Okay, so gut. Die Ankylos, mal gucken, sind die schon fertig? Wahrscheinlich noch nicht, ne? Aber gleich, gleich sind sie fertig, Leute. So, Expeditionszentrum. Machen wir nochmal Torosaurus.
Wie gesagt, einen besseren Punkt habe ich jetzt nicht entdeckt als den, wo so viele sind. Also machen wir hier nochmal. So, und Fossilien. Ich hoffe, wir haben irgendwas Nützliches gefunden. Das würde mich sehr, sehr freuen. Spino haben wir auf jeden Fall ein bisschen was. Sogar sehr, sehr viel. Das heißt, wir haben den jetzt schon mal definitiv über 80%. Wie laut erfüllen Sie? Nein, erstmal noch nicht. Erstmal nur Wissenschaft, Leute. So, hier haben wir Styracosaurus. Schade. Hier ist Torosaurus. 90%. Jetzt sollten wir es nochmal probieren, ob wir jetzt ausbrüten können oder nicht. Müssen wir gleich mal ausprobieren. Oder wir müssen den auf 100% haben. Das ist die Alternative davon. So, Ankylos sind fertig. So, dann machen wir mal Gehege. Das Ding ist, die können ja theoretisch jetzt noch hier rein. Das ist eigentlich scheiße. Ich mach mal eben Zäune. Und hier wenigstens, ist es eine elektrische Betonmauer? Ich glaube, das ist eine elektrische, oder? Nee, das ist eine normale. Okay, dann machen wir normal. Wir ziehen jetzt einfach hier so lang, soweit es geht. Oh, mal so hier. Dann hoffe ich, dass die... Hier würde ich gleich auch noch zumachen, gleich. Aber schön gerade, bitte. Das ist ungefähr gerade, denke ich. So. Okay, würde ich erstmal so lassen. So, dann bitte, was zum Futtern? Ich werde die definitiv dann woanders dann hinbringen, aber jetzt am Anfang ist es erstmal okay und wir können vor allem erstmal ein schönes Foto machen. Machen wir es mal hier. Das ist jetzt für Pflanzenfresser gewesen, oder? Boden, ja, für Pflanzenfresser, alles klar. So, alles klar, Leute. Dann, Ranger-Team. Und danach gucken wir mal wegen dem Torosaurus. Ob wir den jetzt ausbrüten können oder nicht, mit Herzensmodifikation. Soundeffekt. Ja, ich kümmere mich gleich drum. So, okay, hätten wir. Schönes Foto! Dongi! Wir gucken gleich mal, wie die sich hier fühlen. So, hier ist Soundeffekt. Okay, 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 der eskaliert gerade. Bestätige Aufgabe. Ich würde mal schätzen, das Problem ist, dass mittlerweile zu wenig Stegos da sind. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir jetzt alle betäuben. Auf jeden Fall können wir jetzt die Brachios rauslassen. Das ist super. Wir können ja mal gucken, wie weit haben wir denn die Stegos schon. Beeindruckende Arbeit. Und ich dachte, dass ich hier die einzige kompetente Person wäre. Einverstanden. Bestätige Anfrage für Reparaturtrupp. Es gibt da etwas, wovon wir beide profitieren könnten. Dadurch wird unser cool. Ansehen in der Organisation steigen. Machen wir später. Ein bisschen dauert es noch, bis er durch ist, oder? So lange wird es nicht mehr dauern. Ich hoffe, wir kriegen den davor betäubt. Der Helikopter, da hinten ist er. Okay, er ist auf jeden Fall unterwegs. So, okay, ich guck mal wegen Stego. Können wir den denn schon ausbrüten? Stego, 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 Stego. Wenn, dann haben wir den hier unten irgendwo. Leider nicht, wir haben den erst auf 31%. Das heißt, ich müsste die hier, die werden sowieso dann alle Step by Step sterben. Müsste ich jetzt alle betäuben und verkaufen erstmal. Ich glaube, anders geht's erstmal nicht. Ja, aber die Doppelmauer bringt's voll, Leute. Also wir kriegen den vielleicht sogar noch betäubt, bis er hier reinkommt. Und wir haben den erst relativ spät hier drauf reagiert. Sehen, ob sie den jetzt auch treffen. Sieht aber gut aus, oder? Jo, die treffen den. Nice! Voll gut mit der Doppelmauer. So, und guck mal, wir haben jetzt hier hinten, müssten jetzt eigentlich auch die Brachios sein. Hier ist ein Brachio. Hier ist ein Brachio. Haben wir nicht noch einen dritten irgendwo? Ach, hier. Okay, alles klar. So, da würde ich aber für die, glaube ich, auch mal noch irgendwie, dass die mal ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, wo sie fressen können und so. Wollen wir vorne noch einen hinmachen, dass die wirklich hier direkt hier vorrennt? Das wäre eigentlich auch ziemlich cool. So. Ah, das wird ja total toll. So, und das kann jetzt wieder repariert werden. Hier ist kein Strom drauf, das sieht aber daran, dass hier eine Lücke ist sozusagen. Das ist alles kein Problem. So, jetzt wollten wir wegen Torosaurus mal gucken, ne? Gucken wir mal jetzt. Torosaurus. Den haben wir jetzt auf 90%, das heißt jetzt schon ein bisschen weiter oben, ne, gute. Moment, wir haben schon ziemlich viel auf 100%, hm? Krass. Torosaurus, genau, modifizieren. So, hier kann das jetzt vielleicht sein mit etwas Glück.
Stärke des Herzens 5.0. Genau, das sollen wir reinhauen. Dann lösen wir die Quest. Sehr, sehr cool. So, auf den Rest weiß ich nicht. Erhöhte Knochendichte. Das könnte sogar gut gehen. Da wir hier noch nichts haben. Also hier kann das nicht schlechter werden, sozusagen, was die Chance angeht, dass es ausgebrütet wird, erfolgreich. Wir haben jetzt 80%, das ist okay. Okay. Machen wir gleich mal 2 hier, würde ich sagen. So, wir müssen die dann halt noch ein bisschen umlagern dann natürlich. So, das mit den Stegos ist schade, aber ich glaube, ich vertick die jetzt einfach und werden dann später ordentlich neue ausbrüten. Das geht erstmal nicht anders, Leute. Weil das sind einfach zu wenig. Das sind einfach zu wenig. Das sind einfach alle weggestorben. Nee, halt. Abbrechen. So. Transporter-Team. Und jetzt verkaufen. Die werden uns sonst die ganze Zeit immer wieder Stress machen. Die Kollegen, da habe ich nicht groß Lust drauf, ehrlich zu sein. So, gut, die Mauer ist auch wieder repariert, das ist wunderbar. Jetzt gucken wir mal wegen dieser einen Futterstation hier. Ah, die ist bei den Suvomimos. Unterwegs, um Futterstation zu füllen. Aber es funktioniert, ne? Das funktioniert, er ist immer noch in dem Gehege hier. Das finde ich sehr, 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 sehr cool, dass das klappt. Und auch krass, wie die Dinos sich mittlerweile hier verteilt haben, das ist auch heftig. Produkt wurde eingesammelt. So, gut, Leute. Neuen Auftrag annehmen? Aufträge. Wir machen weiter Wissenschaft, wie gesagt, wir wollen Erfolgsrate 3.0 haben. Darum halte ich mich auch gerade jetzt noch zurück mit den krassen Dinos. Ich möchte den Auftrag annehmen, was impliziert, dass Sie das auch wollen. Darüber freue ich mich. So, okay, und jetzt Expeditionszentrum, Karte ansehen. Ich würde gerne erstmal Spino weiter hochbringen jetzt. Die hatten wir den nochmal. So, okay, dann Fossilien. Können wir vielleicht so die eine Quest jetzt schon lösen mit etwas Glück. Ah, Patchies will ich auch unbedingt machen, Leute. Patchies haben wir dann jetzt vielleicht auch schon auf 80%. So. Ja, haben wir gelöst. Da haben sie ja mal einen Volltreffer gelandet. Joa, Volltreffer. Das ist mein Spezialgebiet. Wir machen große Fortschritte in der Wissenschaftsabteilung auf Isla Sorna. Das haben wir großteils Ihnen zu verdanken. Deshalb erhalten Sie eine Belohnung. Bei all den Aktivitäten auf Isla Sorna ist es nicht einfach, die Wissenschaft voranzutreiben. Doch Ihr Ruf eilt Ihnen voraus. Und ich bin mir sicher, dass die Insel bei Ihnen in guten Händen ist. Jo, Anton und Sarah, denen geht's auch gut, den beiden. Ich weiß nicht, wollen wir noch einen dritten ausbrüten, wenn wir einmal dabei sind? Ich würde einfach sagen, ja, machen wir gleich noch einen Kilo. Ob jetzt? Und noch ein Pflanzenfresser. Irgendwas, irgendwas, irgendwas. Wir können auch mal die Vögel machen oder ein Galli. Galli haben wir auch schon mal 88%. Lass mal ein paar Gallis. Aber bei Gallis brauchen wir, glaube ich, ein paar mehr gleich. Dann lass das mal einen Vogel machen. So, wir wollen jetzt hier langsam zumindest, was Pflanzenfresser angeht, mal ein bisschen Vielfalt reinbekommen. So, da sollte ich aber Gehege hier, dass sich das jetzt noch ein bisschen verteilt. Das wäre gut. Weil hier habe ich erstmal zugemacht, ne? Okay, ja, machen wir erstmal hier. So, und dann würde ich das Wasser, damit ich das wirklich noch besser verteilen kann, jetzt ein bisschen durchziehen. So. Wir haben jetzt auch irgendwie Forschung was Neues freigeschaltet. Zumindest wurde das eben angezeigt. Guck mal eben. Fossilien. Nice, Leute. Ah, weil wir Unterhaltung hochgebracht haben, deswegen auf Isla Sorna. Können wir jetzt den Majungasaurus ausbrüten dann. Geil. Sieht auch ziemlich cool aus. So, hier seht ihr, ne? Das müssen wir irgendwann auch noch machen hier. Und das können wir auf Isla Sorna freischalten, das ist spitzenmäßig. Wir können allgemein sehr, sehr viel auf Isla Sorna freischalten. So, hier haben wir auch noch nichts. Wie weit muss man denn jetzt noch kommen? Moment. Das hier. Guckt mal, noch 1, 2 Missionen, dann haben wir das endlich, Leute. Und dann geht's richtig ab, ey. Dann geht's richtig ab. So, ja, machen wir den ganzen Spaß mal noch. Wir haben jetzt so viel Geld mittlerweile. 3 Sachen auf einmal geht aktuell, ne? Ich glaube, mehr dürfte nicht gehen. Kannst du mal ausprobieren? Ich glaube nicht. Ne, hier haben wir schon alles genetisch. Ne, geht nicht mehr. Alles klar. So, okay. Das mache ich mal frei. Und so langsam wird es nämlich dann auch Zeit werden, dass wir mal Geosphären bauen. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Dass die Leute dann auch hier irgendwie auch lang können. Ich würde übrigens die Berge wahrscheinlich sogar so lassen. Ich finde das irgendwie, sieht ganz stylisch aus mit den Bergen hier. Ich würde das aber alles allgemein natürlich dann noch ein bisschen überarbeiten und so. Nice. Na, da haben sie ja mal einen Volltreffer gelandet. Reicht das schon? Ja, Erfolgsrate 3.0, Leute. Nice, nice, nice. Nice, 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 nice. Jetzt können wir nämlich dann schon auf Sicherheit gehen.
Okay. Moment, Moment, Moment. Wir müssen jetzt zur Erforschung. Das Problem ist, jetzt sind wir gerade dabei, was anderes zu erforschen. Aber das würde jetzt ja nicht so lange dauern, oder? Scheiße. 4 Minuten. Kannst du das abbrechen? Nee, kann ich nicht. Na gut, dann müssen wir so lange uns noch gedulden. Ich würde wahrscheinlich einfach mal einen Cut setzen. Wir sehen uns wieder, wenn wir Erfolgsrate 3.0 dann abgeschlossen haben. Wenn das, dann gucke ich mir das hier noch ein bisschen an. Ich gebe euch mal vielleicht noch Namen hier. Das ist die Tora. Und ich sehe gerade, wir müssen noch mehr ausbrüten. Sozial ist zu niedrig. Machen wir gleich nochmal 2 Stück. Und einfach, weil ich es lustig finde, damit wir mal ein bisschen den Unterschied sehen, machen wir mal hier Waldmuster an. So. Und du bist Torso. Weil wir haben jetzt schon 3 Stück, sehe ich gerade. Okay. Na gut, da kommen jetzt nochmal 2, was soll ich. Wie gesagt, sobald ich sehe, dass das Bestand zu hoch ist, kann ich hier einfach dann umverteilen, hier überall. Und so lange machen wir einfach so voll wie geht. Das hätte ich für die beste Idee. Ich weiß, dass Sie damit Erfahrung haben, also sollte dieser Auftrag Ihrer Kragen weiter entsprechen. Jo, eigentlich können wir jetzt mit Sicherheit anfangen, ne? Sobald man einmal die Hauptmission getriggert hat, kann man ja, dann ist es nicht so schlimm, wenn das wieder ein bisschen nach unten geht, oder? Ja, das werden wir dann sehen, auf jeden Fall. So, gut Leute, wie gesagt, es gibt noch einen kleinen Cut, wir sehen uns wieder, wenn wir Erfolgsrate 3.0 dann erfolgreich erforscht haben. Also, bis gleich. Ach du Scheiße, Tornado! Okay, und ich dachte, das wird ein normaler tropischer Sturm. Okay, das kann ja ein normaler tropischer Sturm sein, mit Tornado halt. Scheiße. Scheiße. Der macht genau die Doppelmauer entlang, Alter. So eine Scheiße hier. Ach herrje. Der zieht exakt, exakt an der Mauer hier entlang, ey. Das ist echt der Wahnsinn. Das Gute ist, die Mauer ist noch da. Ich hoffe, der macht nicht irgendwo doppelt beide Seiten kaputt oder so. Okay, wir können jetzt übrigens Erfolgsrate 3.0 erforschen, das ist super. Aber erstmal müssen wir das jetzt hier wieder unter Kontrolle bekommen, dann kann ich. Ich glaube aber, dadurch, dass wir eine Doppelmauer haben, ist das sogar in der Zeit so wild, habe ich so das Gefühl gerade. Die Rangers sind auf jeden Fall hier unterwegs und der Tornado löst sich, glaube ich, gleich wieder auf, oder? Sieht zumindest aus, dass er gleich wieder schwächer wird. Alter, der zieht wirklich exakt, hat hier wirklich exakt einmal gerade lang die Mauer weggemacht. Das ist ja Wahnsinn. So gut, Leute, können alle wieder raus? Zieht sich jetzt. Jo. Puh. Okay, Leute, Ranger-Teams sind unterwegs. Die können dann alles hier reparieren. Am besten, weiß ich, wir können eigentlich selber einfach einsteuern und das selber machen dann. Die Dinos lassen wir mal eben raus hier. So, und bevor ich das selber repariere, würde ich mal eben noch jetzt Erfolgsrate 3.0 erforschen. Das können wir jetzt machen. Das wird ja bestimmt auch nochmal ein bisschen dauern. Gebäude Upgrades. Ach, wir haben das jetzt schon. Ach so, ich dachte, ich muss das noch erforschen, Leute. Ach so. Ach, das wusste ich nicht. Na gut, alles klar. Okay, gut. Das hätte ich jetzt ja gar nicht warten müssen. Cool, so gut. Dann, ich repariere mal eben hier alles noch. Ah, hier, hier, guck mal, die kommen gerade alle raus. Reparatur begonnen. Und sogar die Autos sind Herdentiere. Ah, das ist scheiße hier. Ich hoffe, der kommt wieder mal weg.
Also dann kann ich das nicht reparieren, Leute. Reparatur im Gange. Da, 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 da. Starte Reparatur. Reparatur wird durchgeführt. So. Okay. Könntest du da bitte wieder rausgehen? Das würde mich sehr, sehr freuen. Wir haben aber noch mehr Sachen, die hier kaputt sind, auf jeden Fall. Moment. Glaube ich zumindest. Sekunde, ich nehme mal dich hier, weil du bist gerade auch in der Nähe. Aufgabe hinzufügen. Okay, geht gerade nicht. Hier ist noch was kaputt. Reparaturtrupp unterwegs. Alles klar. Und die Mauer hier ist auch zerstört. Kommt auf die Liste. Ich weiß jetzt nicht. Und ich höre auch gerade, dass irgendein Dino eskaliert gerade. Kümmere mich um Reparatur. Aber die Raptoren und so sind noch alle hier. Hier ist alles gut bisher. Hier, Leute, guckt mal. Ich glaube, hier hat gerade der Raptor hat dagegen gehauen oder so. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht genau sagen. So, der Pronto. Der Pronto sage ich schon. Der Brachio ist immer noch hier. Ich glaube, ich muss den betäuben. Kein Problem. Wir müssen den betäuben und ein bisschen davon wegbringen, weil sonst rennt er hier die ganze Zeit rum. Ich will das natürlich repariert haben, so schnell wie möglich. So, gut Leute, nee, wir haben jetzt ja Erfolgs-Upgrade 3.0. Bedeutet, wir können jetzt T-Rex und so alles ausbrüten. Übrigens, es steht ja nicht in der Mission, dass die nicht sterben dürfen. Es steht nur da, es dürfen nicht zu viele Menschen sterben, ne? Das so nebenbei. Was machen wir noch frei? Müssen wir jetzt mal überlegen, wo wir die dann am besten rauslassen. Dann würde ich mal eben, Moment, Fusilien wieder machen. So, ja, Spino dürfen wir jetzt auch bald auf 100% haben. Dann müssen wir uns jetzt mal überlegen, welchen Dino wir jetzt weitermachen wollen. Ich hätte ja fast Bock, wisst ihr, worauf ich Bock hätte, Leute, auf den wir eben freigeschaltet haben. Ah krass, das reicht jetzt schon für Spino 100%, nice. Sogar Digge, reicht super Digge. Alter Schwede. So. Und zwar meine ich. Moment, Forschung. Lass mal gucken, wie der hieß. Den hier. Majungasaurus. Ich nenne den einfach Majunga, oder? So, dann müssen wir halt mal gucken, wie wir das hier machen können. Ich glaube aber, den würde ich als nächstes auf 100% bringen. Ah, da unten ist er. In Madagaskar. Alles klar, Leute. So. Werden wir uns erstmal mit darauf konzentrieren. Und Kentro, machen wir Kentro und Majungasaurus, da hab ich irgendwie Bock drauf. Machen wir die beiden erstmal. So, gut Leute. Ich denke, da haben wir trotzdem jetzt erstmal in der Folge ein bisschen was noch geschafft. Wir haben jetzt zumindest erstmal Wissenschaft ganz weit oben gehabt, dass wir Erfolgsrate 3.0 haben. Die haben jetzt noch einiges an Dinos rausgeknallt, was auch erstmal super ist. Das können wir jetzt hier wieder reparieren. Reparaturanfrage bestätigt. Vor allem, das ist auch gut, ne? Die haben den, ja gut, der ist weggerannt wahrscheinlich. Der ist einfach nur weggerannt. So, dann würde ich den mal eben einfach wieder aufwecken. Damit wir den hier hinbringen. Nächste Folge werden wir dann wirklich sämtliche Dinos hier mit einer guten Bewertung ausbrüten. Und ich sehe auch gerade, Stego sollten wir auf jeden Fall noch nach oben bringen, dass wir den mit einer Bewertung auf 80 hinbekommen. Das werde ich dann als nächstes dann erstmal noch erforschen. Sehe ich jetzt gerade. Und dann gucken wir mal weiter. Auf jeden Fall, nächste Folge hauen wir auch T-Rex raus und Spino raus und so weiter. Ja, und versuchen dann jetzt endlich mal wieder auch ein paar an. Versuchen dann auch endlich mal wieder an ein paar neue Dinosaurier ranzukommen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zugucken, würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Transport hat begonnen. Haut rein, Leute.